So, habe ich noch Zähne? Klar. Genug. Komm, da knallen wir da noch mehr ran. Hä? What the fuck? Hä, was war das denn jetzt? Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. Manchmal ist gut. So, jetzt baue ich mir noch fix diesen komischen. Wie heißt denn das Ding? Wie heißt denn das Ding? Wie heißt denn das Ding? Hier, Drying Rack. Passt das hier noch rein? Das wäre natürlich perfekt, wenn das hier noch reinpasst. Es passt tatsächlich rein. Und dann baue ich das auch dahin. Ich brauche Knüppels. Knüppelze. Ganz viele Knüppelze. Und der Typ hat schon wieder Hunger, ey. Hey, mein Inventar ist dunkel. Warum? Komm, da knallen wir uns noch schnell was hinter die Kiemen. Nee, das war auch wieder Blödsinn. Haben wir uns. Nee, Kaninchen nehmen wir nicht, weil. Ich nehme mir einen Lizard, dann kann ich den einen, der da draußen liegt, gleich noch mitnehmen. Jetzt hat er gespeichert, obwohl ich weit weg vom Speichern bin. Das war komisch. Schon wieder. Hä? Merkwürdig. Jetzt liegt der Hase und der Lizard da drauf. What the fuck? Ich bin irritiert. Ein bisschen. Merkt man gar nicht. Komm, dann knall ich mir den Hasen auch noch rein. So. Jetzt kann ich nicht mal mehr. Hä? Gott sei Dank ist das Spiel nicht buggy. Na, Gott sei Dank. Speicher halt. So. Jetzt brauche ich Knüppelze. Ganz viele Knüppelze. Und wie es aussieht, liegen hier extrem viel nicht. Oh, muss ich jetzt echt wieder übelst weit laufen? Euer Ernst? Ich habe eigentlich gar keinen Bock, so weit zu latschen. Weil ich die Befürchtung habe, dass mich dann wieder die ganzen Spackos besuchen kommen. Oder ich so weit laufen muss, dass ich die Spackos besuche am Ende. Und da bin ich nicht so scharf drauf. Auch wenn ich jetzt ein bisschen mehr austeilen kann. Aber trotzdem, nein. Muss nicht sein. Die bringen wir erstmal weg. Ich könnte auch ein paar von den Dingens bauen. Die Abschreckdinger da. Effigies. Soll ich mal? Ach klar, könnten wir eigentlich. Ich habe so viele Körperteile hier rumliegen. Können wir auch mal Effigies bauen. Ich baue das auch einfach mal eiskalt hier so hin. Drei Köpfe und vier Knüppel. Scheiße, hier brauche ich auch wieder Knüppel. Ach Mann. Das Spiel hasst mich. Und wieso rollen die Köpfe mal kilometerweit weg und der Rest bleibt liegen? Die tun ja so, als wären die Köpfe kreisrund. Das ist total bescheuert. Ja, du Scheißvieh. Ach, fuck. Das war jetzt doof. Wollte ich gar nicht hin. Hier wollte ich hin. Ich brauche gar keine Steine. Okay, dann halt nicht. Aber hier lag gerade noch. Ich war doch gerade noch eine Feder. Ist die jetzt schon wieder abgehauen? Das Spiel ist so am Mobben, ey. Fick dich mit deinen Beinen. Ich brauche keine Beine. Ich brauche Knüppelze. Und Köpfe. Ganz viele. Oh, ein Knüppel. Noch ein Knüppel. Gebt mir Knüppel. Ne, so eine Steine brauche ich nicht. Hier liegt der komische Echsenmutant.
Stöcke? Stöcke? Keine Stöcke? Wirklich nicht? Euer Ernst? Komm, hier unterm Baum wird da wohl wenigstens ein Stock liegen. Geil! Unter Bäumen findet man meistens welche. Ich sage meistens, weil es nicht immer so ist. Stöckchen. Stöckchen. Stöckchen? Stöckchen. Da lag doch noch einer. Komm her. Komm her. Komm her. Perfekt. Finde ich aber gut, dass die das so gemacht haben. Dass man jetzt mehr Stöcke finden kann. Weil anfangs war das echt ein bisschen doof. Wo das Spiel noch frisch rauskam. Da hatte man, also hatte ich manchmal echt Probleme, Stöcke zu finden, weil ich diese ganzen kleinen Sträucher da schon niedergemäht habe. Wo man Stöcke herbekommen hat. Und es im Inventar dunkel wurde. So, Inventar. So, ich hänge die jetzt mal hier ran. So, jetzt können die da dran rumbamseln. Werden sie gleich noch ein bisschen durchs Feuer getrocknet. Wahrscheinlich nicht, aber... Man kann also tun, als ob. So, da können wir uns gleich noch ein paar Tiere fangen. Boah, ich dachte gerade, ich hätte ein Vieh gesehen, einen Typen gesehen. Ich bin immer noch dafür, dass man die Typen auch essen sollen, könnte, sollen, Dings. Ihr wisst, was ich meine. Klar, es ist Kannibalismus, aber... Hallo. Wir sind hier in einer übelst verbuggten Welt, wo Kaninchen unter Wasser atmen können und man kämpft am Rande der Verzweiflung mit Schildkröten um sein Leben. Ich möchte sie einfach jetzt mitnehmen, aufs Feuer legen und mir ein Karotten? Schildkrötensüppchen draus kochen. Ich hätte voll Bock drauf. Jetzt nicht in Real Life, aber hier im Ingame doch schon irgendwie. Wäre cool. So, der Einschlafstatus meiner linken Hand ist sehr fortgeschritten. Für die es interessiert. Vermutlich niemanden. Mittlerweile ist es so weit, dass ich meinen linken kleinen Finger gar nicht mehr spüre. Ach, Mann. Liegen ja noch Knüppel rum? Dann nehmen wir die gleich noch mit. Kann ich immer gebrauchen. Knüppels gehen immer. So, hier lag doch auch so ein Vogel, ne? Ich habe hier doch auch so einen Affen zerhackt. Na gut, das ist eine Schräge. Hier wird der Kopf nicht mehr liegen. Das wäre doch sehr strange, wenn hier der Kopf noch liegen würde. Und von den ganzen Affen da unten... Boah, von hier oben sieht man die ganzen Körperteile. Gut, ich weiß nicht, ob ihr die sehen könnt. YouTube macht das ja alles immer ein bisschen schlechter von der Qualität. Was mich echt übel ankotzt. Ich so immer sehe, wie das Video aussieht, wenn ich es fertig gerendert habe. Dann sieht es meistens echt... Kann man eigentlich sagen, 1:1 aus, wie wirklich, wenn ich spiele. Da ich ja in ziemlich guter Qualität rendere. Und dann macht das YouTube immer zu so einem Pixelmatsch, ey. Das ist so widerlich. Aber noch höherer Qualität rendern will ich auch nicht, weil dann sind die Videos wieder zu groß. Und dann dauert das Hochladen wieder länger. Und dann kann ich euch nicht regelmäßig Videos bringen. Und die Qualität der Videos, würde ich ja mal sagen, ist okay. Noch viel höher steigern, Dings, muss ich mich ja eigentlich nicht, würde ich sagen. Jedenfalls hat sich noch keiner von euch beschwert, dass die Qualität der Videos kacke ist. Deswegen nehme ich einfach mal an, dass die Qualität der Videos okay ist. Und ich habe einen Hasen erschlagen. Boah, ich denke jetzt immer, hier steht jemand. Ich sehe es schon kommen. So, jetzt fehlen nur noch Köpfe. Super. Kauf dir einen Keks, du scheiß Kopf.
So, es ist hier immer noch so dunkel. Nein. So, knall ran das Ding. Jetzt ist es wieder dunkel. Ich verstehe das Spiel manchmal nicht. So, kann ich hier schon was futtern eigentlich? Nee? Okay, dann nicht. Hey, lass mich hier raus. So, speichern. Da draußen rennt wieder ein Vieh. Ich knall mir mal die Rüstung drauf. Ich brauche ein Seil. Ich würde eigentlich lieber die andere Axt aus Holz haben. Also Holz und Stein. Die Axt hier mag ich eigentlich nicht so. Und irgendwie sind mir zu wenig Federn dran. Apropos Federn. Komm, erschlage ihn. Und nimm die Federn mit. Ich erschlag jetzt ein paar Vögel. Ich mag Vögel zwar. Aber ich muss das mal ausprobieren, ob das wirklich was bringt. Wenn man da Federn ran knallt. Jedenfalls ist das so eine Vermutung von mir. Wissen tue ich es natürlich nicht. Komm, gib mir Tree Soap. Hat der jetzt Tree Soap collected? Tatsache. So, machen wir mal kurz diesen. Okay. Ich brauche mehr davon. Ich verprügel jetzt ein paar Bäume. Tree Soap collected. Tree Soap collected. Komm, noch mehr. Gib mir mehr. So. Tut mir jetzt zwar leid um den Baum. Tut es nicht. Aber ich hoffe einfach mal, dass es was bringt. Tatsache. Jedenfalls habe ich das Gefühl, dass ich gerade eben langsamer geschlagen habe. Also in Zukunft alle Federn, die ich finde, an dieses Ding ranklatschen. Dann werden wir hier einfach mal zum Chuck Norris in the Forest. Chuck Forest. Was ist eigentlich mit den Kumpels los hier? Die kommen gar nicht mehr. Das schreit ja schon fast. Obwohl, ich könnte das Effigy bauen. Arme liegen hier genug rum. Und Beine. Komm, Arme und Beine liegen hier tonnenweise rum. Obwohl, ich brauche nur Arme. Und wahrscheinlich liegen hier nur noch Beine. Arme Beine. Ach Gott. Manchmal frage ich mich, was ich mich noch fragen soll. Noch ein Arm. Perfekt. Okay, ein Effigy haben wir. Komm, dann bauen wir noch, ach klar, bauen wir noch so ein Teil hier hin. Oder? Ja, doch hier so. Ja, da so. So. Arme, 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 Arme. Wie, hier liegen wieder nur Beine. Wollt ihr mich verarschen? Nimm noch den Arm mit. Bist du doof? Hä, bist du behindert schon wieder? Jetzt hat er angenommen. Die Arme sehen aber, also die Körperteile von den Viechern sehen auch aus, als wären sie frisch vom Grill. Echt ekelhaft. Was ich in dem, wo ich Koop gezockt hatte mit meinen Freunden gesagt hatte, was übelst cool wäre in dem Spiel. Man kann die Steine aufheben und durch die Gegend werfen. Und meine Hand backt rum. Wäre das doch extrem cool. Wer kennt das von euch oder wer macht's genauso gern? Ich hoffe, da gibt's welche. Steine ins Wasser werfen und sie springen lassen. Das wäre doch geil. Ist zwar völlig unbrauchbar für Survival so, aber es wäre auf jeden Fall cool, finde ich. Ich würde das auf jeden Fall feiern. So Steine flitschen lassen. Fände ich doch sehr nice. Hier lag wieder ein Arm. Hier liegt noch ein Arm. Hungry, find something to eat. Ja, ja, mach mal ruhig.
Geh rein. Perfekt, ich kann was essen. Hä? Da. So. Hab ich noch was? Ich hab noch was. Ist das Inventar wieder weg? Schön. So, wird auch rangehangen. Alles klärchen. So, ich brauche noch Arme. Ich brauche echt immer noch Arme. Wie viele denn eigentlich noch? Unten steht nix. Wie viel brauche ich noch? Sieben? What? Kannst du vergessen. Oder zählt das für das andere Teil noch mit? Ich glaube ja. Oder die Körperteile backen rum. Wäre auch nicht das erste Mal. Irgendwo müssten ja theoretisch die Köpfe rumliegen hier. Weil die rollen ja nach unten. Und noch weiter runter geht ja eigentlich gar nicht mehr, oder? Doch, da vorne geht's noch tiefer. Ach, verdammt. Und bei meinem Glück liegen die hier in der Mitte irgendwo. Schwebt der? Tatsache, der Stein schwebt. Hier sind die Köpfe. Ja, geil. Kann ich das andere Effigy auch fertig bauen? Ich wusste doch, die sammeln sich immer an einer und derselben Stelle irgendwie alle zusammen. So. Wie viele brauche ich? Drei, ne? Also einen noch. Bitte lass das Teil nicht verbuggt sein, sonst raste ich aus, ey. Okay, ich kann keine Steine mehr aufnehmen. Kann ich mitleben. Wo sind die Köpfe jetzt hin? Hä, war das nicht hier irgendwo? Das war doch hier irgendwo. Da sind sie doch. Ich bin doch gerade da unten rumgelaufen. Und jetzt kann ich da nicht runter, oder was? Alles klar. Macht total Sinn. Komm, dann probiere ich jetzt, wenn ich hier wieder laufen kann, kann ich doch bestimmt hier runtergehen. Nee, kann ich nicht, okay. Die Köpfe lagen dort. Der fängt sofort wieder an zu schwimmen. Gerade eben hat er das nicht getan. Ey, willst du... Forest! Ah, wieder diese Instant-Dunkelheit. Ach, dann leck mich doch. Dann baue ich das Ding halt nicht fertig. Obwohl, ich werde ja nicht das letzte Mal Besuch gekriegt haben. Wobei es jetzt schon wieder viel zu lange her ist, fast. Macht mir fast schon Angst. Ich mache mir schon fast Sorgen um meine Freunde. So, ich gehe mal eine Runde schlafen. Oh, nee, das war Speichern. Naja, egal. So, neuer Tag. Man könnte eigentlich noch was bauen. Ich baue hier noch ein paar von diesen Fackeln hin. Weil die finde ich eigentlich ganz sinnvoll. Gerade wegen den ganzen Spakulanten.